Ich möchte Ihnen heute die Webseite canva.com vorstellen. Was man braucht, ist ein Login. Man muss sich mit seiner E-Mail-Adresse oder einem Account registrieren und dann sind die Standardarbeiten gratis. Es gibt dann noch ein Update, kommt alles später. Was macht Canva? Schwer zu sagen. Canva kann fast alles. Tönt ein bisschen übertrieben, aber ist so. Ich erstelle hier mal ein Design und dann sehen Sie, was es alles kann. All das kann es. Es kann Facebook-Apps erstellen, Facebook-Covers, Briefe, Lebensläufe, Präsentationen, Fotobücher, Rezeptkarten, Lesezeichen, Broschüren, alles, was möglich ist. Natürlich können Sie auch benutzerdefinierte Sachen eingeben, die sind entweder in Pixel oder Millimeter oder Zentimeter. Das kann man hier einstellen. Jetzt zeige ich einfach mal, wie das aussieht. Wenn ich jetzt einen Facebook-Beitrag machen möchte, habe ich schon das richtige Format. Ich habe hier Vorlagen, da klicke ich einfach drauf und kann das nachher überschreiben. Das zeige ich in einem anderen Beispiel. Gut, ich gehe nochmals raus und sage hier, ich möchte ein Design erstellen und ich möchte mal eine Infografik erstellen. Auch hier auf der linken Seite haben Sie die Vorlagen, Sie haben so geschäftliche Infografik, Bildungsinfografiken, Zeitachsen und so weiter. Da können Sie irgendwas auswählen und das funktioniert ganz einfach. Ein Klick und Sie haben das auf der rechten Seite und das können Sie überschreiben. Mach da mal was mit einer Zeitachse und so. Das funktioniert und Sie haben unheimlich viele Sachen. All die Sachen sind gratis. Es gibt auch solche, die etwas kosten. Das sind wir dann bei einem Dollar. Ja, hat das alles. Und das geht immer weiter. Nicht, dass Sie meinen, Sie sind hier unten. Es hat Hunderte. Okay, gut. Eine aussuchen. Dann anklicken. Hier können Sie Ihren Namen zum Beispiel eingeben oder was Sie dann brauchen. Natürlich kann man die Schrift hier auch ändern. Ich kann das jetzt da ändern, dann geht das. Ich kann die Schriftgröße ändern, geht natürlich auch. Wenn ich da jetzt sage 48 Punkt, ich kann es anklicken und löschen, anklicken und löschen und auch das löschen. Ich kann hier die Hintergrundfarbe ändern und so weiter. Ich kann darüber fahren und dann alles löschen, das geht. Ich baue jetzt mal, mache mal etwas selber. Okay, wenn ich Text möchte, habe ich auch hier verschiedene Textfelder, die ich eingeben kann, was ich möchte. Ja, nehme da mal was Merry Christmas, ich schiebe das dorthin, wo ich möchte und überschreibe das. Und dann noch ein Schreibfehler. So, jetzt geht es besser. Dann habe ich unheimlich viele Elemente. Ich kann alle anzeigen lassen. Oder zum Beispiel, ich kann alle kostenlosen Fotos anzeigen lassen. Sobald ich das anklicke, kommt das rein. Ich kann das verkleinern und vergrößern. Hier kann ich es beschneiden. Ich möchte das so. Oder so, natürlich noch rotieren und kann das dorthin schieben, wo ich es möchte. Okay, gut. Hier habe ich die Position, das kann ich jetzt nur noch rückwärts stellen, dass das hinter dem Raster ist, das geht auch. Ich lösche das mal und sage jetzt, ich möchte noch ein, irgendwas hier hineinstellen, da kann man alles machen. Spannend sind Illustrationen zum Beispiel oder Symbole. Wenn ich die anklicke, gehen die einfach auf und ich habe da ganz viele Symbole, die ich da hinstellen kann. Ich nehme das, klicke das an, das kommt irgendwo hier hin. Wichtig ist, Sie können alles ändern. Also ich kann es umdrehen, horizontal oder vertikal spiegeln. Hier habe ich die Farbe, die ich alles auswählen kann. Ich gehe mal auf Grafik, ich kann mich da durchklicken,
Sobald es sowas ist, das hier einen Dollar kostet, kann ich das anklicken, das kommt rein und dann steht hier Canva. Das ist mit einem Wasserzeichen geschützt. Das müsste man jetzt kaufen. Gut, ich schließe das mal und gehe mal in Grafiken. Auch da kann ich alle Grafiken anzeigen lassen. Ich nehme da mal was, schiebe das da runter und jetzt sieht man das hier. Sage hier mal Hunde 20 und Sie sehen das da. Das ist jetzt hier. Ich kann die ganzen Farben ändern. Mit einem Klick geht das und kann dann da das auch wieder verkleinern, vergrößern, so wie ich das brauche. Gehe nochmals unter Elemente, lösche das wieder und Sie finden unheimlich viele Sorten. Unheimlich viele. Das ist wirklich extrem, was es da alles gibt, oder? Alle anzeigen lassen. Jetzt kommt das da hin. Ja, die sind fast alle jetzt zum Kaufen. Clowns. Was immer es braucht. Dann mache ich nochmals alle. Auch wenn ich sowas brauche, reinklicken. Und das Spannende, das ist wirklich, das ist jetzt eine Grafik, auch die kann ich da beschneiden, wenn ich das möchte. Macht bei dem jetzt keinen Sinn. Kann natürlich das wieder ändern, irgendwo hinsetzen und dann haben Sie das. Gut, ich gehe nochmals unter Grafiken, ich lösche das mal und was ich jetzt brauche, sind eigentlich Rahmen. Das geht leider nicht, das habe ich schon mal probiert. So, auch da haben Sie iPhone-Sachen oder was Sie alles brauchen. Sobald es so ein Rahmen ist mit einem Hintergrund wie diesem hier, dann können Sie auch Sachen, die von Ihnen sind oder andere Fotos hineinnehmen. Ich habe mir hier mal was raufgeladen. Jetzt ziehe ich das da einfach darüber. Doppelklick. Und jetzt könnte ich das da wirklich aufziehen. Ich kann das verschieben und dann ist das da drin. Hier habe ich die Möglichkeit, den Rahmen anzupassen. Und natürlich kann ich das auch wieder kehren, so wie ich das möchte. Das Ganze ist extrem spannend, denn ich kann das auch herunterladen. Und ich kann das als eine Präsentation machen. Was für mich interessant ist, ich kann das wirklich herunterladen und als PDF-Druck speichern. Jetzt kann ich mir das herunterladen. Design wird heruntergeladen. Da ist noch ein schöner Spruch. Ja? Und das Ganze ist drauf. Und es ist wirklich cool gemacht. Sie sehen extrem gut. Und natürlich könnte ich das jetzt, das PDF editieren, ein Illustrator oder sowas. Oder ich kann das PDF hier auch wieder bearbeiten. Ja? Und da, also. Nochmals, ich gehe retour auf die Canva-Home-Seite. Sie müssen sich eben registrieren mit der E-Mail-Adresse und wenn Sie irgendwas möchten, Design abändern, ausprobieren oder wenn es auch nur ist, zum Symbole zu übernehmen. Eine ganz coole Idee und unheimlich viele Sachen, die Sie so erstellen können. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Canva.com.